Ich begrüße euch, Freunde. Ach, ist es schön, hier mal wieder zu sein, du. Hä? Hast du schon mal Wellnetz gemacht? Wellnetz? Lass es. Nur Stress. Nur Stress. Ich war letztens auf dem Sofa am Rumhängen. Der Profi sagt ja chillen. Du darfst ja nicht mal sagen, ich hänge auf dem Sofa und muss sagen chillen. Klingt ja viel besser, ne? Wenn du richtig gut bist, dann bist du am chillen. Ja. Ja. Früher, wenn meine Mutter angerufen hat, Junge, was machst du? Ich sag, ich häng auf dem Sofa rum. Sagst du, verplemper doch nicht dein Leben. Fang was an mit deiner freien Zeit. Wenn sie jetzt anruft, sagt, was machst du? Ich sag, ich bin am chillen. Ich will nicht stören, ich ruf später wieder an. Dann, ja, es funktioniert, es funktioniert. Hilde hatte so ein Prospekt von Wellness Hotel in Holland. Guck mal, Paul, die haben Kennenlernwochenende. Ich sag, und dann komme ich mit zwei von dir wieder, oder was? Was soll ich denn da? Ja, hatte ich wieder zu viel gesagt. Wir also nach Holland ins Wellness Beauty Hotel. Ich park meinen Lader vom Hotel. Wir kommen rein ins Foyer, also in den Flur vom Hotel. Steht so ein junger, schlachsiger Typ. Anfang 20, durchvertrainiert. Knallenge Sachen an, weißes Tennishöschen, Poloshort, Augenbrauen gezupft, dunkelbraun gebrannt. Begrüßungsgetränk, Quellwasser. Ich sag, pass auf, Haselnuss, mein Wagen steht draußen. Machst du Frostschutz mit rein, ja? 1:4, vielen Dank, wir sind auf dem Zimmer. So. Ja. Pass auf, pass auf. Wir auf dem Zimmer, während ich die Fluchtpläne vom Hotel auswendig gelernt habe, hatte Hilde die erste Anwendung, sagt der Profi. Anwendung, kommt wieder, hat so eine ganze Batterie Gurkenscheiben im Gesicht. Ich dachte, hast du mal den Müll gesucht? Oder sind Gary Gurke-Wochen bei McDonald's? Ne? Die haben ja schon mal so Aktionen, wenn was weg muss. Ne? Dann machen die da so eine Aktion draus. Sieh die Scheiben ab. Und? Sag was? Ja und? Was sagst du? Sag, ich geb dir Geld für eine neue Gurke. Bist du eigentlich beknackt? Ja? Bist du eigentlich beknackt? Aber dann, Freunde. Dann war ich dran. Die haben mit mir Sachen gemacht. Ja. Fußreflexionmassage. Haarwurzelkopfmassage. Hallo Vera, alles so Sachen. Dann haben sie mir so Fliegenfang-Klebestreifen auf den Oberschenkel gepappt. Ich sag, was ist. Stand sie da. Was ist das denn? Ich sag, das ist eine Wollschlange. Das ist mein Oberschenkel, du Folterkuh. Bist du eigentlich beknackt oder was? Die haben mit mir Sachen gemacht. Ich abgehauen. Ich abgehauen durch das ganze Wellness-Hotel. Ja. Komm in so einen Raum, keiner da. Gott sei Dank, ne? Hier, wie Dr. Paulchen auf der Flucht, steht nur so eine Riesenliege oder eine Bahre, je nachdem, wie man das sieht. Ich denke, oh, keiner da, leg dich mal hin. Ich leg mich hin. Richtig. So, kommt so ein kleiner Chinex rein. Das war der Akupunkturraum. Kommt so ein Chinex rein mit so einem Nadelkissen. Geht unter der Liege durch. Auf die andere Seite. Schwing. Ich sag, pass auf, Dr. Fu Manchu. Steck das Ding in mich rein und dein Herz hört auf zu schlagen. Haben wir zwei uns verstanden? Ja, haben wir. Es war so schlimm. Weiter. Nächster Raum. So, Herr Panzer, jetzt machen wir mal was zu Ihrer Entspannung. Ich sag, was? Reisen wir ab oder wie? Nein. Komm in den Raum, steht ein riesen Bottich. Mit warmer Milch. Riesig. Viel Spaß. Ich sag, hey, Amigo, hey. Ich denke, ja, gut, hast zwar schon gefrühstückt, aber.
Danach war mir so schlecht. 200 Liter warme Milch. Wir sind abgehauen. Beim Rausgehen noch. Hallo, hallo, hallo. Rechnung, Rechnung. 1499. Sag, Kollege, du weißt schon, dass es keine Pesetas mehr gibt, wa? Aber das sind immer die Frauen. Die Frauen geben wahnsinnig viel Geld aus, um sich zu verändern, ne? Man sieht nichts, aber das Geld ist weg. Ja. Wir Männer sind da anders, ne? Wir kaufen eine Pulle Schnaps für 3,99, hauen unser Ding in die Rübe und verändern die Umgebung.